Die Gruselvilla ist Welt 5. Hoffentlich kommen hier keine Buhus, sonst, ja? Das könnte ein Problem werden. Wir haben das erste Level schon gemacht und das war gar nicht so einfach, ganz ehrlich. Es war sogar, würde ich behaupten, bisher das schwerste Level. Da waren nämlich viele Tromps, vor denen man aufpassen musste. Habe ich das nicht erwischt? Mies. ja. Und deshalb sollten wir aufpassen, falls wir nochmal welche finden. Ah, das schaffe ich jetzt nicht mehr, glaube ich, oder? Nee, der Schlüssel ist weg. Aber warte, das war doch direkt hier, oder? Ja, genau, der ist direkt hier. Ja, gut. Ich werf den dorthin. Mach so. Mach so. Und dann habe ich den. Dann habe ich es doch geschafft. Richtig? Okay. Wir können ruhig mit was Einfachem anfangen. Da habe ich nichts gegen. Kann ich kurz sagen, wie schön eigentlich der Background hier aussieht? Generell gibt das Spiel auch so ein bisschen Mario Maker Vibes. Ach ja, die Dinger. Seht schon, was die machen. Die schieben einen in die Ecke. Und die... Das wusste ich nicht. Die können einen platt drücken. Oh nein. Dabei will ich gar kein Fressen werden für die Wand. So ein Mario-Schimmel kann ich mir sparen. Allerdings, wo ist denn hier eigentlich jetzt noch der dritte Giftbox? Das dritte Geschenk. Ist das hier? Warte, ich kann auch direkt in den Modus gehen. Ach, das ist direkt über mir. Vor allem sowas sehe ich nicht. What? What? Ja, vor allem sowas Einfaches sehe ich nicht, ne? Ja, so ist es immer. Boing, perfekt. Jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Höh, fliegende Kerzen! Die wollen Mario verbrennen! Ich schwöre es euch, Leute, die Kerzen haben es auf Mario abgesehen. Ich bin nicht verrückt. Die Kerzen sind wirklich lebendig. Da wäre aber. So, die Typen haben wir jetzt kennengelernt, genau. Was ist das denn? Ein Scheibei. Scheibei, genau. Ein Scheigei-Block. Ein blauer. Kann man den berühren? Kommt da so ein Scheigei raus? Oh, wie soll ich mir das vorstellen? Oh, der fährt ohne mich los. Das geht gar nicht. Hey! Weißt du, da will ich eigentlich die Steuerung loben. Dass sie so viel besser ist als in den älteren beiden. Aber, naja. Also sie ist auf jeden Fall besser, ja. Aber leider nicht perfekt. Aber das ist schon in Ordnung. So, perfekt. Warte, was? Hier sind zwei Geschenke? Das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass direkt im ersten Bereich zwei Geschenke sich befinden. Und wie zur Hölle soll ich das hier machen? Ich kann das doch nicht nach oben. Okay, warte, eine Idee habe ich. Das geht nicht. Okay. Wartet mal. Vielleicht muss ich erstmal den blauen Schalter aktiv haben. Komme ich. Ah, so komme ich hier hoch, ja. Okay, okay, jetzt den gelben, schätze ich. Ja, doch, jetzt den gelben. Jetzt ist, glaube ich, egal, wo ich lang gehe. Ich kann auch einfach hier hoch. Ach nee, das ist zu hoch. Okay. Das habe ich jetzt nicht erkennen können. Doch, doch, das ist zu hoch. Aus irgendeinem Grund. Okay, abspringen. Die Musik geht richtig ab. Wer auch immer da Violine spielt. Alright. Jetzt blau, schnell hoch. Und... Ach man. Der Speedrunner in mir ist enttäuscht. Kein Personal Best. Wie kann's nur sein? Oh Gott! Scheigeister! Und die werden dann zu Blöcken? Okay. Interessant, das habe ich noch nie gesehen. Oh, aufpassen. Die Dinger respawnen auch. Also schnell agieren. Das ist ein cooles Gimmick hier. Mit den Schallgeistern. Diese schüchternen Geister. Die sollten mal aufhören, schüchtern zu sein und sich in Blöcke zu verwandeln. Sonst haben sie keine Chance, Mario aufzuhalten. Na gut. Wir wissen ja noch nicht mal, was die Motive sind von den Gegnern hier. Ich meine, die laufen nur nach links und rechts.
Wollen sie überhaupt Mario aufhalten? Leben sie hier einfach nur und wie stören die? Wer weiß das schon. Warte mal, wie sieht bitte der Buhu hier aus? Das ist von zwei Hälften geteilt. Ich meine, ja, okay, es ist ein Aufzieh-Spielzeug-Buhu, aber sieht trotzdem so albern aus. Oder? Ah, der dreht sogar sein Gesicht um. Okay, das ist aber ein nettes Detail. Dass sie immer ihre Gesichter umdrehen, damit es halt deutlich gemacht wird, dass das Spielzeuge sind. Das ist cool. I like it. Okay, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich hier schnell... Oh Gott, das Ding respawnt gleich. Wie ich hier schnell durchkomme. Okay, warte. Gehen wir erstmal hier hoch. Hoch, hoch. Da kommen wir zum Glück durch. Gut, gut, gut. Das Geräusch, was sie auch machen. Okay. Jetzt haben wir es, ne? Wenn wir uns nicht treffen lassen. Blöp. Oder die spawnt einfach. Ist das generell mein Gegner, soll ich sie despawnen oder war es jetzt nur der Buhu? Habe ich jetzt tatsächlich nicht aufgepasst. Wihi! Ja, aber um ein bisschen was zum Spiel zu sagen. Ich habe mir nochmal zum Vergleich ein bisschen das Original angeschaut, weil ich hatte es halt nicht mehr im Kopf. Und ich wollte wissen, ob die hier auch wirklich alles geremaked haben. Und nein, das haben sie nicht. Das Größte, was sie rausgenommen haben, sind die Minispiele. Es gibt ja jetzt nur noch dieses neue One-Up-Game. Es gab noch früher diese albernen Minigames. Zum Beispiel Mario musste auf so ein Geschenk zeigen, was Donkey Kong in der Hand hält oder so. Wie sowas Albernes. Naja, ich werde es nicht vermissen, aber es ist trotzdem schade. Aber okay, arguably das Größte, was sie verändert haben, ist dieses Comeback, you big monkey. Dass sie die Voice-Line rausgenommen haben in den Cutscenes, das ist so schade. Hat der Herr Schreiger gerade geleuchtet? Tun die Gelben irgendwie anders agieren? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass manche Voice-Lines einfach nicht existieren, warum auch immer. Ist es nicht die Welt, aber ist trotzdem schade. Bin ich tot? Nee. Oh, ich hätte das hier mitnehmen können. Warte mal. Lass mich das mal... Ah, nee, kann ich nicht. Ich muss dafür den blauen Schalter aktivieren. Okay, verstehe. Jetzt, okay. Oh Gott, seht ihr das? Okay. Okay, das wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter als gedacht. Komm, hau ab. Mit der Nase. Kurz gesniffelt. Ja, ja, du, ich glaube, der Trump, der muss nochmal duschen. Okay, ich habe eine Idee. Wir haben genug Zeit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Es hat funktioniert! Perfekt! Ja, und ansonsten Änderungen. Oh, warte, ich erzähl gleich weiter. Was ist denn hier los? Warum sind die Blöcke jetzt so winzig klein und so aufgeteilt? Ah, schade. Okay. Das muss ich jetzt herausfinden. Ja, ansonsten die größte Änderung ist halt dann auch noch, dass die Grafik komplett anders ist. Damals war das so pixelbrei, dass du eigentlich die Charakter kaum noch erkennen konntest. Ja. Oh, ich verstehe schon. Jetzt. Jetzt. Und jetzt. Richtig? Ah, nicht ganz, aber fast. Irgendwas? Jetzt. Genau, jetzt können wir nämlich auf die Leiter. Ja, ich bin slau. Ja, also insgesamt finde ich trotzdem das Remake besser. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber... Ja. Jetzt. Warte. Jetzt. Das sollte okay sein, denke ich. Den unten brauchen wir nicht mehr. Gehe ich von aus. Wow! Wenn ich in die Richtung gedrückt halte, dann lässt Mario los. Ich wollte eigentlich springen. Das war gerade ein bisschen erschreckend. Oh! Den nehmen wir mit, kleiner Twompy. Ich weiß leider deren Namen nicht. Habe ich wieder vergessen. Aber ist auch nicht schlimm. Okay, 5 Mini-Marios haben wir. Das bedeutet... Ja, sprich, wir haben nur noch ein Level. Und wir werden die Mini-Trompis wohl nochmal sehen. Na gut. Wenn sie sich unbedingt mir zeigen wollen. Aber irgendwie war das erste Level dieser Welt viel schwieriger als alle anderen hier. Oder ich habe mich angestellt. Oder ich habe nicht rausgefunden, wie man es eigentlich machen soll. Ich habe es komplett falsch gemacht. Für die, die verwirrt sind,
Könnt ihr euch mal die letzte Folge anschauen? Natürlich erst nach dieser Folge. Also, ne, wenn ihr schon falsche Reihenfolge schaut, dann richtig. Ich hab keine Ahnung, was ich laber. Da muss ich runter. Also es war auf jeden Fall nicht verkehrt, da runter zu gehen. Ich glaube, den blauen Schalter muss ich aktivieren für irgendwas. Da rechts öffnet sich jetzt der Weg. Links geht dazu. Okay. Jupp. Yippie. Okay, jetzt kann ich hier rein. Blab. Warte, was bitte? Genau, perfekt. Okay, da kann ich jetzt nicht mehr lang. Das ist zu. Hier kann ich wieder lang. Okay. Was für Spielchen spielst du hier mit mir spielen? Nein! Man kann leider keinen Walljump machen in dem Spiel. Das hätte mich jetzt rausgerettet. Die Musik ist cool. Ja, und wie. Nein! Oh Mann. Ich würde es ja rausschneiden, aber das sind nur so 5 Sekunden. Das lohnt sich jetzt nicht, Leute. Yippie! Achtung, Achtung! Oh Gott. Wäre ich da ein drittes Mal runtergefallen, ne? Ich wüsste nicht, was ich getan hätte. Ich war ausgerastet, ich war ausgeflippt! Oder so ähnlich. Hoffentlich geht der Spaß nicht weiter. Oh Gott, was. Muss man sehen. Oh Gott, okay. Die Scheigers stehen hier voll schön. Aber wir müssen sie unterbrechen. Erst der blaue, dann der gelbe, dann der rote. Komm her. Die können einem nicht schaden. Die können einen halt nur platt drücken. Komm her, komm her. Oh, ducken. Und springen. Und wir brauchen die blaue Farbe. Mist, habe ich nicht gesehen. Juhu! Let's go! Okay, jetzt haben wir das Blaue. Komm her, komm her. Es macht einen Unterschied bei der Animation, ob man unten gedrückt hält oder nicht. Das finde ich sehr interessant. Gab es da schon ein Mario-Spiel, was so war? Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Oh Gott, das ist böse. Jetzt? Jetzt ist es so ähnlich wie vorher. Der muss kurz hier rein. Dann kann er mich da runterdrücken. Komm, komm. Als ob. Als freaking ob. Okay, das gebe ich für euch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. In der Reihenfolge. Ich gehe aber vorne aus. Boah, das ist echt böse. Du musst da ganz links wirklich einen haben. Sonst war es das mit dir. So, aufpassen. Nicht nach unten fallen, sonst müssen wir den ganzen Weg wieder nach oben neu machen. Das wäre ärgerlich. Oh, spring, spring. So, schieb mich rüber. Dann kann ich oben durchspringen. Und nimm! Eigentlich wäre es sicherer gewesen, drüber zu springen, warten, bis er nach rechts rennt, aber ich habe es einfach riskiert. Let's go. Es hat funktioniert. Warum nicht? Oh, yeah! Mario time! Jetzt auf zum Big Monkey! Oh, ne, jetzt war das Minigame, ne? Okidoki! Let's get ready to get that mushroom. Oder so. Irgendwas würde in der Art, würde Mario sagen. Okay. So was ähnliches hatten wir schon mal. Also vom Aufbau her. Da oben war noch ein One-Up. Habe ich erst jetzt gesehen. Komm, schneller, schneller. Los. Bin zu langsam. Yes. Perfekt. Bin direkt auf den Schlüssel drauf gefallen. Haha, just what I needed. Nee, ich brauchte das eigentlich nicht. Auch wenn ich vorhin nochmal gestorben bin. Nicht wichtig. Wichtig ist nur, die kleinen Racker wieder in die Box zu bekommen. Und ich habe mal nachgeschaut, es gibt wirklich noch gar kein Merchandise von den Mini-Marios. Das Einzige, was es seit Neuem gibt, ist so ein Plüschtier von denen. Das sieht ganz in Ordnung aus, auf jeden Fall. Und die Mini-Marios waren enttäuscht von mir, habt ihr gesehen? ja, aber die Plushies sind relativ selten. Vor allem die kleinen, es gibt auch so große, aber kosten allein, weil sie groß sind, schon sehr viel. Okay, perfekt. Kommt mit. Oh. Ah.
Doch! Jetzt! Ja! Hahaha! Das war knapp, das war zu knapp, ehrlich gesagt. Warum kann ich nicht sagen, stand still, little guys? Alter. Oh Gott, neu starten. Ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen kniffliger. Auf jeden Fall wollen wir erstmal diesen Tomp loswerden. Indem wir erstmal. Genau, jetzt zu. Okay. So, jetzt nimmt er das alles mit. Was machen wir hier? Den blauen Schalter aktivieren wäre vielleicht hier nicht schlecht. Ich gehe nochmal zurück zum blauen Schalter. Warte. Blöp. Okay, dann latschen wir hier lang. Ja, gut. Das war jetzt auch nicht. Nee, das. Hä? Warte mal. Hä? Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Wait. Ist halt doof, dass sie mir folgen. Warte, ich habe doch den blauen gemacht. Wieso wurde er dann nach unten geschoben? Schaut mal. Hä? Okay. Das hilft mir aber nicht weiter, oder? Ja. Wie lange braucht er? Oh, ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Komm, 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 schnell, komm, schnell. Oh, es hat funktioniert. Ich habe alle rüberbekommen. Okay, kommt alle hoch. Die Zeit geht aus. Sehr schlecht. Ist doch richtig knapp. Hey, was fällt mir den Weg? Ihr seid solide Objekte. Das nervt. Hori, Hori, Hori. Oh Gott. Nein. Oh Gott, was? Was soll ich hier machen? Nee, sind sie tot. What the hell? Oh Gott. Ich verstehe das Level nicht. Es tut mir leid, dass wir hier so lange in dem Level stuck sind, aber das ist wirklich schwer. Okay, auf jeden Fall, das ist schon mal richtig. So, das ist da oben. Zack. Und die gehen immer einmal runter, wenn was sich hier verändert in deren Umgebung. Die merken das sofort, die Tromps. Den aktivieren bitte. Lass ich den. Lass ich den bitte. Danke. So, wenn der hochgeht, schnell rüber. Rüber, 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 rüber. Komm, 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 kommt. Okay, kommt mit. Ich glaube, wir sollen erstmal das O und dann das Y, oder? Das würde mehr Sinn ergeben. Jetzt springen die automatisch nach oben. Ob das jetzt so gut ist? Eigentlich nicht. Kommt mal her. Ja. Kommt mal her. Oh, das wird jetzt richtig knapp. Nicht mitkommen. Hier lang. Ja, perfekt. Dankeschön. Jetzt kommt mit. Egal, ich hatte das Y vorher. Ich hoffe, das macht keinen Unterschied. So, alle sind oben. Roter Schalter. Okay, ich glaube, ich weiß es. Ja, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Jetzt. Blauen Schalter. Perfekt. Jetzt habe ich nicht alle bei mir. Das heißt, ich muss noch mal warten, bis die beiden oben sind. Perfekt. So, Freunde. Lass uns nicht eintrüchtern hier. Schön. Problem. Der Typ links ist da. Game over. Ja. Was? Oh. Okay. Ich sage euch, wo das Problem war. Aber erstmal holen wir uns hier bitte das Y. Dankeschön. Jetzt kommt alle wieder hoch. Okay, man muss auch erstmal das Y holen, das ist auch ein Grund. Ja. Lustige Geschichte, Freunde. Und zwar gibt es eine Mechanik, die ich gar nicht kannte von den Mini-Marios. Und die ist folgende. Ihr seht ja, die können ja auf Trampolin springen. Aber sie können auch generell springen. Das heißt, das hier schaffen die einfach. Ja, sorry, das wusste ich nicht. Ja, wurde auch nicht gesagt. Es gibt hier keine Fragezeichenblöcke, die einem das erklären. So wie am Anfang des Spiels, der ersten Welt. Deshalb, das wusste ich halt nicht. Musste ich nachschauen. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss irgendwie nach links. Und dann gibt es da irgendwie einen Weg nach oben. Aber nein, völliger Quatsch. Was soll's? Gab's halt immer ein Level, wo ich ein bisschen gestruggelt habe. Und zwei. Aber DK ist immer noch ein Klacks. Boah, sieht das cool aus hier.
Luigi ist menschenartig. Warte, kann ich jetzt den Shy Guy auf ihn werfen? Also den Lebendigen? Oh, er kann entscheiden, welche von denen leben und welche nicht. Ah, das ist eine coole Mechanik. Ja, perfekt. Schnell. Nein! Nee, Neustart. Ich will es recht fürs Try schaffen. Okay. Ich weiß nur nicht, wo ich lang muss. Bam! Perfekt, perfekt. Komm her. Was? Wieso? Wieso ist auf einmal gar kein Enemy? Ach, egal. Okay, also kannst du richtig schnell ändern. Okay, den blauen, mach. Das ist so dumm! Ich werde dich nochmal restarten. Das ist ja so dumm. So, schön, ein Treffer. Komm, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Blau. Sorry, das akzeptiere ich nicht. Das ist ja richtig dumm. Okay, ich glaube, es ist eigentlich nicht so gedacht, dass man direkt den ersten trifft. Weil dann backt er so ein bisschen rum. Aber warte, ich kann mich einfach hier verstecken. Jetzt habe ich's. Komm, jetzt habe ich's. Bam. Schade. Jetzt habe ich aber noch kein Problem. Ohoho. Okay, komm her. Weg. Da wird nicht mehr zum Geist. Welcher jetzt? Der gelbe. Oh Gott, das ist mir zu schnell. Ich warte einfach, bis er den blauen macht. Nein. Okay, ich bin also unbesiegbar, habe ich gerade gemerkt. Wenn ich das mache, was ich gerade getan habe. Beeilung! Okay, es hat getroffen. Boah, der Kampf ist auf einmal echt schwer geworden. Ach, die bleiben solide, solange ich die in der Hand halte? Aber vorhin war das nicht so, oder? Ich meine, vorhin war das nicht so. Vielleicht habe ich mich aber auch geirrt. Vielleicht irre ich mich auch. Okay. So, und wo es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Mario vs. Donkey Kong. Jetzt habe ich also versuchen, dieses Boss-Level ohne Hit zu schaffen. So. Das ist ja eigentlich voll einfach dann, wenn die so lange, die in meiner Hand bleiben, solide sind. Oh Gott, und ich das treffe. Eins, zwei. Und seine Animation resettet sich da aber nicht. Interessant, interessant. Drei. Wo ist vier? Wo ist vier? Da hinten. Nee, nee, nee. Ja, hier. Und das war's. Leute, lasst Like da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.